Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Und heute gibt es mal wieder ein cooles Seifenvideo für euch. Und zwar werde ich meine Silikonförmchen von IKEA testen. Das sind so 3D-Förmchen, total cool. Ich habe hier den Schneemann, den will ich mit euch zusammen ausprobieren. Das ist 3D, wie ihr seht. Also es gibt zwei Seiten und das Ganze wird zugeklappt und dann wird von der einen Seite etwas hineingegossen. Damit es wirklich richtig gut zuhält, mache ich noch das Gummiband da drum, das auch dabei war. Damit es auch auf keinen Fall zwischendurch aufgehen kann. Gut fixieren. Und dann habe ich hier die Öffnung. Ich kann es aufrecht hinstellen. Und die Seife, die ich benutze, ist diese Mikrowellenseife. Die kann man super einfach schmelzen, einfach in die Mikrowelle geben. Dann wird sie flüssig. Ich werde mir einen Teil davon rausnehmen. Ich muss ja nicht alles schmelzen. Und ich habe hier dieses kleine Kännchen. Da werde ich die Seife einfüllen. So, dieser Teil kommt jetzt in die Mikrowelle. Nach circa einer halben Minute war bei mir schon alles geschmolzen und ich gieße es jetzt vorsichtig hinein. Ah, ich habe sogar ein bisschen zu viel gemacht. Mal schauen. Also es kommt auf jeden Fall nichts raus. Ich gieße noch mal ein bisschen nach. Da waren so ein bisschen Bläschen oben drauf. Voll machen. Und dann warte ich mal so 3-4 Stunden ab, bis das Ganze wirklich richtig ausgehärtet ist. So, ich habe mir das Ganze inzwischen noch mal angeguckt und ihr seht, hier ist ein bisschen was daneben gelaufen. Es ist nicht rausgelaufen, aber hier in diesem Zwischenraum. Und meine Form ist auch wieder etwas leerer geworden. Deswegen schmelze ich jetzt den Rest hier noch mal ein und fülle die Form noch mal richtig gut auf. So, hier kommt jetzt wieder die geschmolzene Seife. Und ich lasse es jetzt nochmal weiter trocknen. So, ich versuche das Ganze jetzt mal aufzumachen. Einfach dann das Gummiband einmal ab. Es sind jetzt wirklich einige Stunden vergangen. Und beim zweiten Mal ist auch nichts mehr rausgelaufen. Schauen. So, man kommt hier schon dazwischen. Ah, oh, okay. Aber er ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Sieht sehr cool aus. Lässt sich auch gut rausnehmen. Ah, da habe ich ihn. Und wirklich ein total süßer Schneemann in Seifenform. Natürlich super praktisch, dass die Seife direkt schon weiß ist, aber der gefällt mir richtig gut. Also, obwohl hier so ein bisschen nebengeflossen ist, aber ich hoffe, das kann man auch noch rausnehmen. Ja, das lässt sich hier rausnehmen. Und ich versuche gleich mal, ich denke, man kann auch auf jeden Fall hier dieses öffnen. Ups. Und auch dieses zweite Element rausnehmen und dann kann man das Ganze auch gut reinigen. Also wirklich ein sehr cooles Förmchen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, alles einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!